Redcoon hier auf der IFA 2014 in Berlin und Asus hat hier das neue ZenBook UX 305 vorgestellt. Das ist das dünnste 13 Zoll QHD Plus Ultrabook und wenn wir uns das mal von der Seite betrachten, dann seht ihr auch, wie dünn das Ganze ist. Kommen wir gleich dazu. Jetzt erstmal zu den technischen Daten. Also wir haben hier ein 13 Zoll Display in dieser Version mit QHD Plus Display. Das sind 3200 x 1800 Pixel. Das ist ein IPS Display. Es wird auch noch optional ein Full-HD-Display geben, dann ist das Gerät dann auch natürlich auch ein bisschen günstiger. Es wird mehrere Konfigurationen geben, aber der neue Intel Core M wird auch hier unterstützt. Betriebssystem sieht man hier Windows 8.1 oder Windows 8.1 Pro. 4 oder 8 GB Arbeitsspeicher, 128 oder 256 GB SSD. Grafik ist die interne Intel HD 5300 und als Akku kommt hier ein 6-Zellen-Akku zum Einsatz. Das Notebook ist wirklich schön leicht, 1,2 Kilogramm und an der dicksten Stelle ist es hier 12,3 mm dick. Also ihr seht hier schon von der Seite, es ist wirklich ultra dünn. Und wir gehen jetzt mal kurz auf die Anschlüsse ein. Da haben wir hier auf der rechten Seite den DC-In, USB 3.0, Micro HDMI. Dann könnt ihr das Notebook dann an euren Fernseher oder an einen Beamer anschließen. Kopfhöreranschluss, die Status-LEDs. Und auf der linken Seite zweimal USB 3.0 und ein SD-Kartenleser. Schön dünn, sehr gut verarbeitet, muss ich sagen. Gefällt mir echt gut. Das Asus ZenBook UX 305 hier auf der IFA 2014. Vielen Dank fürs Zuschauen.